Willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Witcher 3. Wir begeben uns mal ein wenig ins Landesinnere, denke ich, und suchen Mäusachs. Hallo Gänse. Hallo Schnellreisepunkt. Schlechte Schiffe oder schlechtes Wetter gibt es nicht. Nur wertlose Matrosen. Könnt ihr recht haben. So, weit nach unten. Toll. Da haben wir noch keinen Schnellreisepunkt. Okay, ich glaube, dann haben wir ein bisschen was zu tun. Das nächste wäre die Palisade, wo wir hin könnten. Erkunden wir noch ein bisschen die Gegend. Dann können wir jetzt auch nochmal reiten. Pferdchen. Und los geht's. Ja, die Viecher lassen wir mal gerade. Stört hier auch nicht großartig. Nehmen wir mal die Rennstrecke hier entlang. Mitternacht. Mitternacht auf der Rennstrecke. Auch ein schöner Folgentitel, aber ich glaube, dazu hat die Folge zu wenig mit dieser Rennstrecke zu tun. Ich überlege gerade, sind wir die schon geritten oder noch nicht? Ich würde es nicht beschwören. Yep. Ja, ich bin fast da. Gut. Darf das Pferd wieder ein bisschen erholen. Was haben wir eigentlich da drin? Irgendwelche Viecher und ein Monster. Ja komm, dann machen wir das vielleicht noch gerade schnell. Apien, nett. Das heißt, wir werden mal die Armbrust wieder ausrüsten. Hauen die platt. Weiter geht's. So. Ist gar nicht mal so lang liegen geblieben hier, die Harpie. So, das geht auch schon mal ganz gut hier unten. Na gut, die sind halt auch nur Level 13. Aua. Von daher ist das hier aber kein allzu großes Problem, wenn ich da mal treffen würde. Blöde Viecher. So. Gut, das wäre das. Stecken wir das Schwertchen nochmal weg, plündern eine Runde. Die Harpien haben hier ihr Nest. Mhm. Und tschüss. So. Mhm. Bisschen was an Zeug gefunden da drin. Ich glaube, das habe ich sonst mehr oder weniger mal vernachlässigt, die Nester danach auch noch zu plündern. Na gut, jetzt sind wir, ich glaube, das war irgendein, ja, ein Billigschwert. Das kann wieder weg. Rüstung könnten wir auch mal wieder reparieren. Ich glaube, so schlimm ist es im Moment noch nicht. Können wir dann bei Gelegenheit machen. Gut, reiten wir weiter. Wir noch das Harpienzeug mitnehmen und dann hat sich unser Pferd wunderbar als Baum getan. Hast du gut gemacht, Plötze. Stolz auf dich.
ist ein wunderbarer Baum. So, wir müssen da hoch irgendwie. Hat das das Pferd wahrscheinlich ja nicht. Nö. Komm, geh drauf. Ich glaube, dann reiten wir vielleicht mal so ein bisschen den Berg hier rum. Schauen, ob es hier irgendwo einen Weg nach oben gibt. Oder nach unten. Sieht man nicht so gut aus. Da könnten wir eventuell hoch. Nicht so schnell, Plätze. Doch, eigentlich schon. Und jetzt? Komm, beweg dich mal, du Pferdchen, du. Ein altes Lager. Ach, das war, glaube ich, das. Nee, das kann nicht sein. Jetzt verlegt das ein Dorf. Plätze. Von den Mumen. Ach nee, hier waren wir aber auch mal. Hier hatten wir doch, glaube ich, diesen einen Auftrag mit der Kräuterfrau, die den Hüpfer verlassen hatte und ihn dann umbringen wollte, weil er eine neue hatte oder irgendwas war das. So, Pferdchen, geh mal bitte hier hoch. Ich glaube, da sollen wir echt zu Fuß hochgehen. Ein Ziegel. Kann es sein, dass das vielleicht der Weg ist, den wir mit, wo wir das Wettrennen hatten? Da haben wir noch einen Ort der Macht. Ich glaube, den nehme ich mit. Ja. So, hier halt. Dahin bitte. Magie. Ein Ort der Macht. Und ein Fähigkeitenpunkt. Wie äußerst nett. So, dann skill ich hier mal weiter. Was fehlt da jetzt? Das da, oder? Ja. Wir haben halt mehr Axi. Können wir jetzt weiter reiten. Also lohnt sich halt schon, die Orte der Macht mitzunehmen. Ich glaube, da haben wir wieder einen Wegpunkt. Komm schon! Ja. Lalala. Ups. Na komm. Geh drauf. Wenn wir wieder weiterreiten. Ich bin echt mal gespannt, wo er da jetzt hinkommt. Ach, da ist ein Weg. Das ist schön. Dass hier wieder Monstern rumlaufen. Sind wir so Banditen in dem Fall? Mach den fertig! La la la. Oh, Hasen. Also es ist wie gesagt der. Das Pferd ist insgesamt sehr unheimlich, sowohl zum Reiten als auch zum zum Kämpfen. Aber dafür sind die Gegner dann alles One-Hits, wenn man den mal trifft.
Ich glaube, wir haben jetzt auch einen besseren Weg gefunden, um nach oben zu kommen. Nein. Das reicht. Warte, warte. Langsamer. Nee, eigentlich schneller. Ich wollte nur nicht da reinrennen. Wie gesagt, die Aufträge lasse ich jetzt auch mal. Dazu bin ich mittlerweile zu weit fortgeschritten in dem Spiel. Ab nach oben mit dir, Geralt. So, ja, geht ja doch ganz gut der Weg hier. Hallo. Respekt, Hexer. Ja. Wo haben wir denn den Mäusack? Hast du ihm den Kopf abgeschlagen? Was macht ihr Hexer, wenn keine... Ich kniee nicht vor einem Ankret nieder, niemals. Ist das klar? Du hilfst lieber den Schwarzen? Pfah. Eher würde ich den verdammten Erscheinungen von Murhoch helfen, als Krach die Skellige regieren zu lassen. Und deine Männer, was sagen die? Folgen sie dir, wenn die Jarls dich einen Verräter nennen? Das hier ist mein Land, Druide. Hüte deine Zunge. Du wärst gern König von Nilfgaards Gnaden? Ist das dein Gebell, bevor du beißt? Sollt ihr Krach meinen Kopf bringen? Nur zu! Versucht doch, ihn zu kriegen! Auf sie! Naja. Gib ihn! Tod gegen Tod! Zeit ist zu beenden. Beenden wir das Ganze doch mal. Komm, wir sollten hier nicht bleiben. Ich muss sagen, das Wirbeln gefällt mir. Macht Spaß. So, tschüss. Da sind noch welche, okay. Rotten wir die einfach mal komplett aus. Blut, Blut. Da nicht runterfallen, danke. So, dann können wir jetzt reden. Warte, ich will ihn erst noch looten. Ne, das ist ein normaler. Da hinten haben wir den noch platt gehauen, oder? Elfenstahlschwert springt. Nix großartig. Auf halt ein bisschen Geld. Ich glaube, dann hau ich die Bergstiefel mal weg. Sollte echt noch eine Runde verkaufen gehen jetzt. Aber ich glaube nicht, dass es dazu noch kommen wird. Verzeihung. Bist du denn schon wieder hingelaufen hier? Du alter Mäussack. Ach, der legt die Leute hier unten rum. Auch gut. Soll mir recht sein. Irgendwelche letzten Worte? Scheinbar nicht. Wie schön, das wirklich sterben zu sehen. Zurück! Ich töte ihn! Das ist deine Art, Mutant! Zack. Schön.
glaube, das war's dann. Wo willst du hin? Lauf, kleiner Mäuserk, lauf! Mhm. Guck mal, ich bin schneller. Kann ich jetzt schon eigentlich mit dem reden? Ja. Komm, wir sollten hier nicht bleiben. Na, doch noch nicht ganz. Na, laufe ich noch ein bisschen hinterher. Ein bisschen Wasser dabei trinken. Dass wir uns wieder hochheilen. Wir haben es noch nicht mehr weit bis zur nächsten Stufe. Vielleicht nach dem Auftrag jetzt. Oder sogar ziemlich sicher nach dem Auftrag jetzt. Na, ich gehe trotzdem noch mal kurz an das Anschlagbrett und nehme die Sachen zumindest mal noch weg mit. Wer weiß, wenn wir es mal noch brauchen können. Mhm. Nun, Geralt, ich sehe, dass kein Streit in Skelliger ohne dich auskommt. Gemein und unwahr, Mäusack. Mir scheint, ich habe sogar einige verpasst. Krachs Abkömmling sitzt auf dem Thron. Und das ist dein Werk. Ich fürchte, du hast einen kleinen Bürgerkrieg losgetreten. Seit Ewigkeiten hatten die Skelliger im Kampf um die Krone ihr Blut vergossen. Das war dort so üblich und nur eine Frage des Ausmaßes. Doch das blutige Bankett auf Kaer Trolde war anders. Es war unehrenhaft und verräterisch und musste aufgeklärt werden. Einmal mehr Hexerarbeit. Arbeit, die in der Krönung der neuen Königin von Skellige gipfelte. Der Clan Drummond wird wohl früher angreifen als erwartet. Hat Krach dich nicht geschickt, um eine Einigung mit Lugos zu erzielen? Einigung? Nur Krach hat geglaubt, dass die jetzt noch möglich wäre. Dann habe ich dir die Tour nicht vermasselt? Diesmal nicht. Lugos Tod wird einiges ändern. Sein Vetter, der jetzt Jarl wird, ist ein schwacher Anführer und dumm dazu. Dieser Krieg beginnt bald und noch schneller wird er vorbei sein. Aber warum bist du nach Skellige zurückgekehrt? Kommt Ceres einigermaßen zurecht? Die hätte das Zeug zu einer exzellenten Königin, wenn sie nur aus dem Schatten ihres Vaters treten würde. Jeder außer Lugos hat ihr Unterstützung zugesagt. Aber sobald die kaiserliche Flotte am Horizont erschien, hat der Jarl die Dinge selbst in die Hand genommen. Und Hjalmar? Der Knabe hat dreimal die kaiserliche Flotte überfallen. Dreimal gegen Krachs Willen, dreimal ging's schief. Und er findet trotzdem Freiwillige für das nächste Mal. Ja, das ist Hjalmar. Hör zu, Mäusack. Weißt du etwas über den Sonnenstein? Der Legende nach ist er irgendwo auf Skellige. Erst die Maske von Ouroboros, jetzt der Sonnenstein. Die Monster können aufatmen, da du Schatzsucher geworden bist. Die Enseide-Elfen haben mich noch nie interessiert. Aber dieser Skalder Eivind, der könnte dir helfen. Hat mir mal was von unzugänglichen Höhlen oder Ruinen oder so erzählt. Wo finde ich ihn? Heute? Zweifellos in Arimjorn. Du könntest auch die Perlentaucher Erling und Matthias Fischlung fragen. Die jagen derzeit am Ostende der Bucht. Fischlung? Interessant. So nennt man ihn. Kann stundenlang am Stück tauchen. Niemand weiß, wie er das macht. Aber ich habe einen Verdacht. Du magst ihn nicht besonders? Nichts Persönliches. Ich konnte schon seinen Vater und seinen Großvater nicht leiden. Danke für deine Hilfe. Eins noch, Geralt. Die Vorfahren von Matthias und Erling hätten diese Ruinen schon vor Zeiten geplündert, wenn sie nicht durch irgendeine magische Barriere geschützt wären. Nimm eine Zauberin mit. Zweifellos hast du mindestens eine dabei. Sogar eine ganze Sammlung. Ja, mögen die Götter sich unser erbarmen. Sehr schön. Okay, dann... mal gucken, wer näher dran ist.
Der Bade, gut, dann werden wir erst mit dem Baden reden. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und ich gucke mal, ob wir dann von hier oben aus einfach schnell reisen können. War das nicht schon hier? Nee, das war da noch weiter oben. Warte, warte, der hier ist echt witzig. So, aber wie gesagt, das machen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.